Huhu Leute, ich bin Flascher, willkommen zu meinem Guild Wars 2 Klassenguide zum Perma-Quickness Chronomancer. Wie bereits in dem letzten Video gesagt, wird es Zeit, die alten Klassenguides mal ein bisschen abzugraden oder abzudaten, denn die letzte Fuhre an Guides kurz nach dem Release von Heart of Thorns war ja eigentlich hauptsächlich für Dungeons und Fraktale, aber mittlerweile sind ja schon seit vielen Monaten auch die Raids draußen. Und daher wird Zeit, jetzt auch mal aktuelle Raid-Builds rauszubringen. Das hier ist ein Build, der ist schon etwas länger bekannt, ist sehr, sehr beliebt in Raids, wird eigentlich immer gespielt. Ihr werdet, egal wann und wie ihr Raids macht, es wird immer so ein Chronomancer dabei sein. Von daher ist das hier eine ziemlich wichtige Klasse und eine ziemlich coole. Wie der Name schon sagt, Perma-Quickness Chronomancer. Es geht hier um den Segen Schnelligkeit. Könnt ihr da auch lesen, hier in der Beschreibung von Brunnen der Tat. Durch Schnelligkeit werden Fertigkeiten und Aktionen 50% schneller ausgeführt. Das heißt, alle greifen 50% schneller an und alle Fertigkeiten werden auch um 50% schneller gecastet. Das hört sich nicht nur cool an, das ist sogar auch so stark, dass dieser Chronomancer-Build von allen Klassen, die das Team supporten kann oder verstärken kann, der absolut stärkste von allen ist. Also weder ein Krieger noch ein Druide oder sonst irgendwer bufft das Team in so einem Maße, wie es der Perma-Quickness-Chronomancer tut. Wenn man auf einen Druiden verzichtet oder auf die Buffs von einem Druiden, geht der Damage weniger runter, als wenn man auf einen Chronomancer verzichten würde. Und beim Krieger ist es das gleiche. Gut zugegeben, beim Krieger müsste man auch noch die 25 Macht mit einrechnen, dann sieht es wieder anders aus. Aber nur allein von den klassenspezifischen Buffs, kommt auch der Krieger mit seinen Bannern und verbündete Stärken nicht an diesen Chronomancer ran. Also wie gesagt, ist eins der absolut stärksten Buffer im ganzen Spiel. Es wird eigentlich nie drauf verzichtet. Und das Coolste daran ist, anders als andere Klassen, die nur maximal 5 Leute buffen können, schafft es hier dieser Chronomancer sogar eigentlich so gut wie das komplette 10-Mann-Team hochzubuffen mit Schnelligkeit. Und er macht die Schnelligkeit nicht nur hin und wieder, denn der Name kommt nicht von sonst wo. Er heißt Perma-Quickness Chronomancer. Er schafft es wirklich zu 100% der Zeit, diese Schnelligkeit aufrechtzuerhalten, die läuft niemals aus. Egal, ob der Kampf nur eine Minute geht oder ob der Kampf 10 Minuten geht, und das kommt ja in Raids schon hin und wieder mal vor, die Quickness läuft niemals nie aus mit diesem Chronomancer. Also der ist wirklich unglaublich cool, macht leider sehr, sehr wenig Schaden. Er ist nun mal ein Mesmer und der Mesmer ist auch dafür bekannt, den absolut niedrigsten DPS im ganzen Spiel zu haben, aber trotzdem macht der mega Bock, weil er halt das Team so extrem gut bufft und eigentlich immer beliebt ist und immer gebraucht wird in jedem einzelnen Raid-Kampf. In Dungeons natürlich nicht, warum, werden wir noch sehen. Da braucht man diesen Build nicht spielen, da gibt es bessere für Dungeons ausgelegte, aber wie gesagt, in hochleveligen Fraktalen und Raids ist der absolut top. Gut, das zum Vorgeplänkel. Ich hoffe, ich habe euch die Klasse ein kleines bisschen schmackhaft gemacht. Das muss man beim Mesmer immer machen, weil die, wie gesagt, die Damage-Zahlen sind so niedrig, das schreckt viele Leute ab, die haben keinen Bock auf sowas, was nicht richtig reinhaut. Und darum etwas Werbung für diese Klasse. Aber egal, wir gucken uns wie immer als allererstes die Traits an. Wir spielen in diesem Bild mit Dominanz, Inspiration und Chronomant. Der ein oder andere wird sagen, hä, Dominanz, ich kenne den Bild anders, mit Illusionen. Ja, das stimmt, ich werde euch auch noch zeigen und sagen, wie der Bild mit Illusionen aussieht und warum ich Dominanz nehme. Aber gucken wir uns erstmal so dieses Standardbild an und fangen mit Dominanz an. Als erstes haben wir Illusion der Verwundbarkeit, fügt Verwundbarkeit zu, wenn ihr einen Gegner unterbrecht. Klar, ist nicht super wichtig, da in Raids die Verwundbarkeit aus anderen Quellen kommt, aber trotzdem, wenn wir das machen können, nehmen wir es natürlich mit 3 Verwundbarkeit, immer wenn wir einen Gegner unterbrechen, ist nicht verkehrt. Dann haben wir gestärkte Illusionen, Illusionen fügen größeren Schaden zu, um 15%, unser Hauptdamage. Ja, ich will nicht sagen Hauptdamage, aber ein Großteil unseres Schadens kommt durch Illusionen, nicht durch uns selbst, sondern durch unsere Illus. Und wenn die 15% mehr Schaden machen, ist es natürlich nicht verkehrt.
von daher ein guter Trade. Die anderen, die wir hier zur Auswahl hätten, sind alle nicht ganz so toll. Der hier würde noch gehen, zerfetzende Bruch, Zerschmetterfertigkeiten fügen bei Treffern Verwundbarkeit zu. Aber wie bereits gesagt, die Verwundbarkeit kommt im Raid eh aus anderen Quellen. Und da das Maximum von Verwundbarkeit 25 ist und das sowieso eigentlich immer konstant erreicht ist, bringt es nichts, wenn wir auch noch zusätzlich so viele Verwundbarkeitstrades mitnehmen. Von daher die 15% für unsere Illus ist hier eigentlich ein super Trade. Dann haben wir Betören. Wenn ihr einen Gegner benommen macht, bewirkt ihr auch Verwundbarkeit. Im Prinzip das gleiche wie der erste hier auch. Hier geht es ums Unterbrechen, hier geht es ums Benommen machen. Können wir beides, bisschen Zusatzverwundbarkeit. Dann verschwommene Inschriften. Aktivierung eines Siegels gewährt euch Verzerrung und entfernt Zustände. Entfernt Zustände. Die Siegelwiederaufladezeit verringert sich ebenfalls. Das hier ist ein sehr, sehr wichtiger Trade. Die Rotation, wie ich sie spiele aktuell, funktioniert eigentlich nur mit diesem Trade, wegen der verringerten Wiederaufladezeit der Siegel. Wir haben hier Siegel der Inspiration mit. Ohne diesen Trade hätte dieser Skill nicht 24 Sekunden Aufladezeit, sondern 30, und dann funktioniert die Rotation nicht mehr ganz so gut. Da muss man den ein kleines bisschen abpassen und dann wird es insgesamt mit der Quickness, dass die niemals ausläuft, ein kleines bisschen knapper. Es geht theoretisch auch, aber eigentlich, damit man wirklich auf der sicheren Seite ist, muss man diesen Trade hier mitnehmen. Wie gesagt, einige Leute spielen mit Illusionen als anstatt Dominanz. Das habe ich selber auch lange Zeit gemacht. Das funktioniert auch. Aber ich persönlich finde es hiermit besser. Außerdem auch noch jedes Mal, wenn wir ein Siegel aktivieren, kriegen wir eine Sekunde Verzerrung. Innerhalb dieser Sekunde kann uns absolut nichts passieren. Das heißt, da vermeiden wir alle Angriffe. Wir werden also, während wir spielen, die ganze Zeit immer wieder, wenn wir Siegel der Inspiration benutzen, einfach immer mal zufällig jedes Mal eine Sekunde unverwundbar sozusagen. Außerdem haben wir noch später einen anderen Trade, wodurch auch ebenfalls automatisch einfach durch den Trade ein Siegel ausgelöst wird. Und auch dadurch würden wir dann auch immer noch mal eine Sekunde Verzerrung kriegen. Das heißt, das ist zwar schwer, das gezielt einzusetzen, um wirklich gezielt bestimmte Angriffe zu umgehen, aber einfach mal so randommäßig zwischendurch immer wieder eine Sekunde Verzerrung kriegen und dann vielleicht doch mal die eine oder andere Attacke dadurch auszuweichen, ist nicht verkehrt. Man hätte zwar hier alternativ auch noch hier sowas, Zerschmetterfertigkeiten entfernen bei Treffern auch Segen. Das hier ist eigentlich nur für den Veil Guardian, das ist der allererste Raid-Boss im ersten Ring, wichtig, denn da muss man als Mesmer regelmäßig Segen entfernen, aber eigentlich muss man diesen Trade nicht extra nur dafür reinnehmen, das kann man auch aus anderen Quellen machen, um Segen zu entfernen, trotzdem das einfach mal im Hinterkopf behalten, dass es sowas geben würde. Ja, und Schnelligkeit bei Gegner unterbrechen brauchen wir nicht, denn Schnelligkeit haben wir sowieso genug. Dann Zerbrechlichkeit. Richtet für jeden Stapel Verwundbarkeit auf eurem Ziel mehr Schaden an. Schadenserhöhung pro Stapel 1,5%. Hört sich zwar jetzt nicht so viel an, 0,5% Schadenserhöhung, aber es ist schließlich pro Stapel Verwundbarkeit. Wir wissen, maximal kann der Gegner 25 Stapel Verwundbarkeit haben. Das wird er auch in Raids definitiv immer haben. Das heißt, 25... und jeder Stapel ist 0,5%, also 12,5% sozusagen, haben wir allein durch diesen Trade, haben wir einfach immer, kann man sozusagen rechnen, 12,5% mehr. Das ist ein relativ hoher Damage Modifier. Das freut uns natürlich. Die meisten Klassen, die irgendwelche Damage Modifier haben, haben 5 oder 10%. Wir haben hier sogar 12,5%. Also nicht verkehrt. Und dann haben wir noch mentale Qual. Zerschmetterfertigkeiten richten mehr Schaden an. Diese Schadenserhöhung wird gegen diejenigen Gegner verdoppelt, die keine Fertigkeiten einsetzen. 15% höherer Schaden und bei Inaktivität 30% höherer Schaden. Das hört sich jetzt auch ziemlich cool an und ist auch eigentlich ziemlich cool. Allerdings nutze ich das persönlich nicht so oft. Denn die einzigen Zerschmetterfertigkeiten, die wirklich Schaden machen, ist nämlich unser F1, geistiges Wrack. Und unser F2, Schrei der Frustration, vor allem geistiges Wrack, macht hierdurch richtig gut Schaden durch diesen Trade. Allerdings nutze ich diese beiden Shatters so gut wie nie in Raids. In Dungeons zwar andauernd, da shatter ich andauernd mit F1 die Gegner weg. In Raids nutze ich die Illusion, die ich zur Verfügung habe, um Shatter-Skills zu nutzen, hauptsächlich allerdings genau für die anderen Shatter-Skills, nämlich den F3, um Betäubung bzw. Benommenheit zu machen. Das macht nicht nur Verwundbarkeit, sondern hilft natürlich auch mit Breakbars,
den F4, um mich und mein Team unverwundbar zu machen durch Verzerrung, und den F5 natürlich der wichtigste für unseren Continuum-Split, der einer unserer absolut wichtigsten Skills ist, warum diese ganze Sache mit dem Perma-Quickness überhaupt funktioniert. Und genau diese drei Shatter-Skills, die machen auch alle drei gar keinen Schaden. Das heißt, die haben gar keine Schadenskomponente drin. Daher bringt dieser Trade hier gar nicht so viel. Klar, es ist möglich, in der ganz normalen Rotation auch F1 Shatter mit einzubauen. Allerdings ist das sehr, sehr aufwendig, und ich persönlich nutze den F1 meistens so in den letzten, keine Ahnung, 1% vom Boss, um dann am Ende nochmal ein bisschen Schaden rauszukriegen, um den einfach so den Endburst zu geben. Dann nutze ich das meistens. Daher bringt dieser Trade nicht ganz so mega viel. Aber die Alternativen sind halt nicht viel besser. Eingebildete Würde, jedes Mal, wenn ihr oder ein Klon räumliche Welle benutzt, erhaltet ihr Macht. Räumliche Welle ist ein Skill vom Großschwert, das haben wir überhaupt nicht dabei. Und eure Großschwertfertigkeiten fügen verkrüppeln zu und reduziert die Wiederaufladezeit von Großschwertfertigkeiten. Bringt uns überhaupt nichts, da wir gar kein Großschwert mit haben. Und dann noch Kraftbock Unterbrechung fügen Schaden und Schwäche zu. Gegnerische Fertigkeiten, die ihr unterbrecht haben, eine erhöhte Erholzeit. Das funktioniert in Raids bei Raid-Bossen nicht wirklich. Da man Gegner nicht richtig unterbrechen kann. Klar, manche Gegner haben eine Breakbar, aber soweit ich weiß, funktioniert dieser Kraftbock sowieso nur, wenn ihr auch wirklich derjenige seid, der den Gegner unterbricht. Das heißt, ihr müsst sozusagen die letzte Attacke auf die Breakbar machen, sodass das Stun des Gegners am Ende der Breakbar auch tatsächlich für euch zählt. Und darauf kann man sich absolut überhaupt nicht verlassen. Und ob man wirklich bei Raid-Bossen damit Gegnern eine höhere Wiederaufladezeit von Skills reinhauen kann, bin ich mir nicht mal sicher. Von daher, die Alternativen sind hier nicht viel besser, und mentale Qual ist ja wirklich die beste Alternative. Naja, trotzdem, Dominanz ist eine sehr gute Trade-Line, vor allem, wie gesagt, wegen der niedrigeren Siegel-Wiederaufladezeit und der Siegelverzerrung und natürlich hier den Damage-Modifiern, die hier drin sind, einmal 12% für uns und 15% für unsere Illus. Das ist super, und das ist vom Damage her stärker, als wenn wir Illusionen nehmen würden. Dann haben wir Inspiration. Reinheit des Heilkundigen wirkt Kraftläuterung, wenn ihr eine Heilfertigkeit einsetzt. Und Kraftläuterung heißt, entfernt Zustände von euch und Verbündeten in der Nähe. Zwei Zustände werden entfernt. Das heißt, immer wenn wir eine Heilfertigkeit anwenden, entfernen wir von uns und Verbündeten zwei Zustände. Ist eine Top-Sache, vor allem in Raidwing 2 ist das sehr gut. Wir werden unseren Heilskill auch aktiv in unsere Rotation einbauen. Das heißt, wir werden sehr oft unseren Heilskill benutzen und können somit auch sehr oft Zustände entfernen. Wie gesagt, gerade in Raidwing 2, was ein sehr zustandslastiger Raidwing ist, ist das top. Dann haben wir hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Im ersten einmal Reaktion des Sanitäters. Schafft eine Reaktionskuppel, wenn ihr einen Verbündeten wiederbelebt, erhöht eure Wiederbelebungsgeschwindigkeit um 10%. Ja, im Prinzip, wenn ein Teammate im Downstate liegt und wir retzen ihn, retzen wir 10% schneller und erschaffen automatisch eine Reflexionskuppel, die halt Projektile reflektiert und 6 Sekunden an ist. Eigentlich nicht verkehrt, gerade auch in Raidwing 2, bei beispielsweise Faultirion. Es ist dieser Faultier-Boss, der erste aus Raidwing 2. Da wird man zugeballert mit Projektilen ohne Ende. Da kommen wirklich massig Projektile auf einen zugeflogen. Und wenn man da einfach mal durchs Retzen auch mal so eine Kuppel stellt, kann man da das Team wirklich extrem retten und unterstützen. Ist eigentlich kein verkehrter Trade. Trotzdem muss man ein kleines bisschen aufpassen, denn ebenfalls in Raidwing 2 bei Matthias kann das auch den Tod für das Team bedeuten. Denn es gibt im Matthias-Kampf gibt es Attacken, die dürfen nicht reflektiert werden. Wenn man bestimmte Attacken von Matthias reflektiert, dann kriegt der Boss dadurch einen Damage-Buff und wird stärker. Wenn man jetzt hier einen Verbündeten retzen will und man dadurch die Reaktionskuppel automatisch stellt, und dann kann man nichts gegen tun, und dann kommt diese Attacke und die wird reflektiert, dann bufft man mal eben den Boss und kann dadurch für einen Wipe sorgen. Daher sehr aufpassen mit diesem Trade, der kann der absolute Lifesaver sein, der kann das Team aber auch wipen, von daher je nach Boss entscheiden, ob ihr diesen Trade wirklich braucht. Sonst hätten wir hier allerdings noch einen Trade mit Mantras, brauchen wir nicht, weil Mantras nutzen wir nicht, aber hier unten beständigende Bilder. Trugbilder verfügen über erhöhte Lebenspunkte, das ist nicht ganz so wichtig, da die Trugbilder so gut wie gar keinen Schaden bekommen, aber und tauchen mit Vergeltung auch auf. Auch Vergeltung ist jetzt kein mega super starker Segen im PvE. Im Prinzip wird ein Teil des Schadens
in denen ein Gegner verursacht auf ein Ziel, welches Vergeltung hat, auf den Gegner zurückgeworfen. Dadurch haben unsere Trugbilder Vergeltung, wenn also Gegner mit AOEs um sich schmeißen, kriegen sie einen kleinen Teil ihres Schadens zurückgeschmissen, wenn sie Trugbilder angreifen oder damit treffen. Das ist natürlich ein kleiner Damage Increase, ist natürlich nicht verkehrt, wenn man Bonusschaden kriegt, auch wenn es nicht viel ist, nimmt man den natürlich mit. Von daher wäre das hier auch eine sehr gute Alternative, wenn ihr halt diese 10% Wiederbelebungsgeschwindigkeit nicht so dringend braucht, weil ihr wisst, so oft gehen Leute nicht down und wenn mal jemand down geht, muss ich den nicht 10% schneller retzen, da reicht auch normal retzen. Und vor allem, wenn ihr sowieso in bestimmten Kämpfen auch die Reaktionskuppel überhaupt nicht braucht oder gar nicht wollt, ist natürlich hier auch beständigende Bilder dann die beste Alternative zum Mitnehmen. Dann haben wir hier noch, das ist hier ein super wichtiger Trade, inspirierende Verzerrung, verleiht auch Verbündeten in der Nähe Verzerrung, wenn ihr euch sie selber verleiht. Das heißt, Verzerrung können wir uns hier mit unserem F4 geben, erhaltet Verzerrung und zerstört alle eure Klone und Trugbilder. Das ist halt ein Shatter, wenn wir den shattern, kriegen wir persönlich Verzerrung. Die Verzerrung ist länger für jeden Klon bzw. jedes Trugbild, was wir zerschmettern. Diese Verlängerung gilt nicht für unsere Teammates, ist es wirklich nur eine Sekunde, aber trotzdem hiermit können wir bis zu 5 Ziele im Prinzip unverwundbar machen. Was eine sehr coole Sache ist. Immer wenn wir uns Verzerrung geben, wir können uns aus mehreren Quellen Verzerrung geben, wie gesagt, durch das Zerschmettern, wir geben uns Verzerrung, wenn wir Siegel benutzen, durch diesen Trade hier oben, dass wir Verzerrung kriegen. Und immer wenn wir uns Verzerrung geben, geben wir sie auch Teammates. Das heißt, wir machen nicht nur uns selbst unverwundbar, sondern auch bis zu 5 Teammates. Das ist auch gerade in Raids sehr, sehr cool. Ich habe gerade schon davon gesprochen, wir geben uns zwischendurch einfach mal immer so randommäßig Verzerrung. Jetzt geben wir es auch noch unseren Teammates. Und wenn wir wollen, können wir sogar mit F4 den auch gezielt, können wir so mit Attacken umgehen. Gerade bei Raid-Bossen wie Matthias oder auch andere wie Faultirion und so, kann das hier der absolute Lifesaver sein, wenn eine mega krasse Attacke von irgendeinem Boss kommt und ihr wisst, da würden jetzt 2-3 Leute down gehen, dann könnt ihr einfach mal F4 reinhauen, alle damit unverwundbar machen und dadurch retten. Ein super wichtiger Trade, das ist auch einer mit der Hauptgründe, warum wir Inspiration mitnehmen, aber es gibt noch einen wichtigeren Trade. Dann haben wir Gegenschlag der Wache, Fokus Waffenfertigkeiten reflektieren Projektile, verringert die Wiederaufladezeit von Fokus Waffenfertigkeiten. Auch das hier ein Trade, der sehr abhängig davon ist, gegen was ihr gerade kämpft. Nicht bei jedem Raid-Boss werdet ihr einen Fokus drin haben. Und vor allem nicht bei jedem Raid-Boss müssen unbedingt Fokusfertigkeiten auch Projektile reflektieren. Es gibt zwei Fokusfertigkeiten, einmal diese temporale Vorhang, den wir auf den Boden legen können, der zählt dann wie so eine Art kleine Wand. Standardmäßig ist das einfach nur eine Art Wand, wenn Gegner durchlaufen, werden sie verkrüppelt, wenn wir durchlaufen, kriegen wir Eile und wir können diese Fertigkeit nochmal benutzen, um dann Gegner auf diese Wand hinzuzuziehen. Sobald wir diesen Trade drin haben, zählt diese Wand allerdings auch als Reflexionswand und kann Projektile reflektieren. Wenn wir den Trade nicht haben, absorbiert sie noch nicht mal Projektile, also macht dann gar nichts mit Projektilen. Mit diesem Trade ist es wie so eine Art Wächterwall sozusagen. Das gleiche gilt auch für die trügerische Wache. Die können wir aufstellen, die wirbelt dann so rum. Standardmäßig absorbiert die Projektile, also blockt sie. Mit diesem Trade reflektiert sie Projektile. Wie gesagt, wir brauchen nicht in jedem Kampf unbedingt diese Reflex, trotzdem die verringerte Wiederaufladezeit ist natürlich nicht verkehrt, auch in Kämpfen, wo wir vielleicht nicht die Fokus-Reflex haben, aber es gibt auch Kämpfe, wo wir einfach gar nicht mit Fokus spielen. Auch hier wieder das Beispiel Matthias. Bei Matthias spielen wir meistens mit Schwert und Schild in den Offhands, da brauchen wir diesen Trade natürlich nicht. Daher müssen wir uns natürlich auch hier Alternativen suchen. Hier haben wir direkt zwei, nämlich einmal wiederherstellende Illusion, das ist der Trade, den ich dann meistens mitnehme. Heilt euch selbst und werdet Zustände los, wenn ihr eine Zerschmetterfertigkeit einsetzt. Das heißt, immer wenn wir irgendwas schmettern und wir werden regelmäßig Shatterfertigkeiten einsetzen, heilen wir uns auch ein kleines bisschen und entfernen auch Zustände. Das heißt, gerade bei Faultirion, wenn wir da mal einen absoluten Condi-Overload abkriegen, könnten wir auch theoretisch einfach einmal F1 bis F4 alle Shatters durchknallen und würden uns somit von Zuständen entfernen, befreien meine ich natürlich, aber ausgerechnet Faultirion ist ein Kampf, wo ihr vielleicht auch diesen Trade mit den verringerten Fokusfertigkeiten und den Fokus-Reflex vielleicht auch drin haben wolltet,
oder drin haben wollt, da habt ihr wahrscheinlich eh nicht dann diesen Trade drin. Aber auch hier bei Matthias ist das wieder nicht verkehrt, sowas zu haben. Und hier unten hätten wir noch schützende Trugbilder. Trugbilder erhalten bei ihrer Erstellung für kurze Zeit Verzerrung. Illusionen erhalten Schutz, wenn ihr eine Zerschmetterfertigkeit anwendet bzw. aktiviert. Ja, Trugbilder erhalten bei ihrer Erstellung für kurze Zeit Verzerrung. Das trifft dann zwar nicht auf uns und unsere Teammates zu, dass die ebenfalls Verzerrung kriegen, sondern wirklich nur unsere Trugbilder, und die haben das bei ihrer Erstellung nur eine Sekunde. Das hört sich jetzt gar nicht so cool an, aber kann vielleicht auch dafür sorgen, dass unser Trugbild, wenn es erstellt wird, nicht direkt irgendein Knockback oder Knockup kriegt und noch seine Attacke abfeuern kann. Ein Beispiel hierfür wäre Gorseval. Gorseval hat ja so eine Attacke, wo er ausholt und mit seinem Arm auf den Boden schmettert und alle in der Umgebung nach hinten schleudert. Wenn wir in dem Moment gerade eine Illusion beschwören, würde die natürlich gerade genau dann den Schlag von Gorseval abkriegen und direkt umgeworfen werden. Im blödesten Fall wird auch noch ihre Attacke dadurch unterbrochen. Durch diesen Trade hätte es eine Sekunde Verzerrung und würde somit diesen Schlag umgehen. Aber wie sinnvoll das wirklich insgesamt ist, das hier mitzunehmen, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich nehme, wie gesagt, dann meistens die wiederherstellenden Illusionen, wenn ich die Focus Reflex von hier oben eh nicht brauche. Dann haben wir heilendes Prisma. Wenn ihr euch selbst heilt, dann werden auch Verbündete in der Nähe geheilt. Erhaltet Heilkraft für jede Illusion, die ihr kontrolliert. Auch gar nicht so schlecht, vor allem passt es halt gut hier mit der Kraftläuterung zusammen. Die Kraftläuterung hat uns, wenn ihr euch erinnert, eh schon gegeben, dass wenn wir uns heilen und dass von uns und Verbündeten Zustände entfernt werden, jetzt werden nicht nur wir selbst geheilt, sondern auch noch Verbündete. Und dieser Heilbrunnen hier, der schafft ja sowieso schon, der macht ja sowieso schon Heilung auch für Verbündete. Von daher heilen wir dadurch noch ein kleines bisschen mehr, kriegen auch noch ein bisschen Heilkraft. Gut, das ist nicht viel, je nachdem wie viel wir Illusionen, die wir gerade haben, im Idealfall natürlich immer 3, ist das 300 Heilkraft. Klar, das ist nicht zu verachten mit 300 Heilkraft, und dann noch hier mit dem Brunnen und Zusatzheilung und sowas, ist das schon nicht schlecht. Das kann auch den einen oder anderen vielleicht mal retten oder einfach dafür sorgen, dass das Team über 90% wegen den gelehrten Runen bleibt. Von daher kein schlechter Trade, den nehmen wir mit. Jetzt kommen wir aber zu dem Haupttrade, warum wir überhaupt in die Inspiration Tradeline reingehen, nämlich illusionäre Inspiration. Trugbilder gewähren Verbündeten in der Nähe Regeneration. Ist nicht schlecht, aber nicht so super wichtig. Aber jetzt kommt's. Jedes Mal, wenn ihr ein Trugbild herbeiruft, wirkt ihr Siegel der Inspiration. Siegel der Inspiration haben wir hier unten schon drin. Wir gucken uns mal ganz kurz an, was dieses Siegel der Inspiration macht. Aktives Siegel. Kopiert alle eure Segen auf nahe Verbündete. Das heißt, alle Segen, die wir in dem Moment haben, wo wir Siegel der Inspiration machen, werden auch auf bis zu 5 Verbündete in der Nähe kopiert. Das heißt, wenn wir 25 Macht haben und wir benutzen das, würden auch die 25 Macht auf alle in der Umgebung kopiert werden. Das gleiche mit allen anderen Segen, egal ob es Wut ist oder Regeneration oder Schnelligkeit, und vor allem aber natürlich geht es hier um die Schnelligkeit. Habe ich gerade zweimal Schnelligkeit gesagt oder habe ich Geschwindigkeit davor gesagt? Ich weiß es nicht. Es geht hauptsächlich um diese Schnelligkeit. Wir selber können uns ohne Ende mit Schnelligkeit vollballern, denn wir haben coole Runen und coole Skills mit, um uns selber ganz, ganz viel Schnelligkeit zu geben. Durch Siegel der Inspiration kopieren wir diese ganze Schnelligkeit, die wir uns selber geben, halt auf unsere Verbündeten. Einmal machen wir das selbst aktiv, selbst mit diesem Siegel der Inspiration, und einmal durch diesen Trade. Wenn wir ein Trugbild beschwören, wird auch automatisch Siegel der Inspiration ausgelöst und kopiert somit nochmal. Wir können das also sozusagen direkt mehrmals machen und mehrmals kopieren, und das funktioniert auch, das addiert sich dann alles. Allerdings ist hier auch ein interner Cooldown von 24 Sekunden drauf. Das heißt, wenn wir innerhalb von 5 Sekunden 3 Illusionen, 3 Trugbilder beschwören beispielsweise, oder 2, einmal auf dem Fokus und einmal auf dem Schild, dann löst das hier nicht direkt zweimal hintereinander aus. Das wäre zu krass, zu OP. Es hat auch einen 24 Sekunden internen Cooldown, genauso wie das Siegel der Inspiration hier, das aktive. Aber keine Angst, die haben unterschiedliche Cooldowns, nicht das gleiche. Das heißt, nur wenn ich mein eigenes Siegel der Inspiration auf Cooldown hau, heißt es nicht, dass der Trade auch auf Cooldown ist. Der hat sozusagen seinen eigenen Cooldown, aber trotzdem 24 Sekunden. Aber es ist einer der absolut wichtigsten Skills und sorgt auch mit dafür, dass das überhaupt ganz das Ganze geht mit dem Perma-Quickness, weil wir halt so oft kopieren können, weil wir im Prinzip zweimal hintereinander Siegel der Inspiration benutzen.
In Dungeons und Fraktale ist dieser Trade hier nicht unbedingt nötig, aber darum soll es auch gar nicht gehen. Es würde auch noch andere coole Sachen geben, wie hier Glamour-Fertigkeiten halten länger an. Das wäre beispielsweise die Reflexionskuppel, die wir hier haben. Durch diesen Trade wird es länger anhalten. Standardmäßig ist es, glaube ich, 6 Sekunden. Genau, 6 Sekunden. Mit diesem Trade wäre es 8 Sekunden. Das ist eigentlich nur für Dungeons und Fraktale interessant. In Raids wollen wir die illusionäre Inspiration haben. Die ist einfach absolut klasse. Und als letztes haben wir dann noch Chronomant, auch im Prinzip absolut wichtig für diesen Bild, denn ohne Chrono funktioniert es nicht. Wir brauchen auf jeden Fall den Continuum-Split und vor allem auch die Brunnen, denn sonst funktioniert dieses ganze Bild nicht, von daher ist es klar, dass Chrono drin ist. Durch den ersten hier Zeitspalte erhaltet ihr Zugriff auf die Continuum-Spaltung, die es euch ermöglicht, an einen vergangenen Zeitpunkt zu springen. Ich möchte jetzt hier nicht unbedingt so sehr darauf eingehen, wie der Continuum-Split unbedingt funktioniert. Das, denke ich, weiß eh jeder Messmer, der jetzt schon ein paar Monate Chrono gespielt hat. Der weiß, wie der Continuum-Split geht und funktioniert. Ganz, ganz grob gesagt, wir können durch den Continuum-Split im Prinzip alle unsere Fertigkeiten von 1 bis 10 sozusagen, können wir zweimal hintereinander benutzen, also einfach zweimal anwenden. Dafür ist der Continuum-Split hauptsächlich da. Und durch diesen Trade hier kriegen wir halt Zugriff auf unseren F5 und natürlich auch auf unsere Brunnen, die neu sind beim Chrono. Hier nehmen wir einfach unten, unten, unten. Wir haben hier einmal Ende gut, alles gut. Brunnen gewähren verbündeten Tatendrang, wenn sie enden. Auch eine sehr coole Sache. Tatendrang wurde leider kurz nach dem Release von Heart of Thorns genervt. Tatendrang macht, dass die Aufladezeit von Fertigkeiten um 33% verringert ist. Beziehungsweise der Cooldown geht um 33% schneller wieder weg. Das ist sozusagen das Gegenteil von Kühle. Wenn wir Kühle drauf haben, brauchen unsere Fertigkeiten, wenn sie auf Cooldown sind. Hier beispielsweise jetzt dieser Brunnen hat einen 34 Sekunden Cooldown. Wenn wir Kühle hätten, wird das Ganze langsamer ablaufen. Es tut sich zwar nichts an der Zahl, aber die Zahl, die unten, also sozusagen der Timer, der unten abläuft, der läuft dann langsamer ab, wenn wir Kühle drauf haben. Tatendrang ist genau andersrum, dadurch läuft die Zeit schneller ab. Wir erkennen das auch daran, dass unsere Zahl da unten dann grün wird. Das werdet ihr gleich sehen. Ich lege jetzt mal einen Brunnen und genau das macht der Trade, der gibt Tatendrang. Ihr seht, die Zahl ist grün und dann laufen die Zahlen unten schneller ab als nur jede Sekunde eins weniger. Wie gesagt, um 33% lädt sich dadurch alles schneller auf. Früher, kurz nach Heart of Thorns, war es 66%, weil im Kühle macht ja auch 66% langsamer, aber das war viel, viel zu stark. Darum hat ArenaNet es auf 33% verringert. Kühle trotzdem noch 66% länger. Und dadurch, jedes Mal, wenn wir einen Brunnen legen, geben wir 2 Sekunden Tatendrang an alle Verbündeten. Das heißt, alle, vor allem die Elementarmagier, die lieben euch dafür, da sie alle ihre Skills 33% schneller wieder benutzen können, wie den Feuer-Overload, wie die Lava-Fontäne und wie den Meteorschauer. Für die ist es absolut klasse und gerade da, wie ihr seht, wir haben hier 3 Brunnen mit. Durch den Continuum-Split, wie gesagt, können wir jeden Skill zweimal benutzen hintereinander. Und das heißt, ohne Ende Spam von Brunnen und somit jedes Mal Tatendrang vergeben. Dieser Trade hat keinen internen Cooldown, von daher absolut klasse. Dann haben wir Sturm der Zeit, erhaltet Tatendrang für jede Illusion, die ihr zerschmettert. Das heißt, wir selber kriegen, immer wenn wir etwas shattern, wir werden wie gesagt regelmäßig shattern, selber auch nochmal Tatendrang. Allerdings nur wir selbst, das zählt nicht für unser Team, das können wir auch nicht weitergeben, den Tatendrang. Ihr seht, das hat ein blaues Symbol und kein normales gelbes wie hier Schnelligkeit, also wie normaler Segen. Das heißt, das Siegel der Inspiration, das kann Tatendrang nicht kopieren, weil Tatendrang nicht als ganz normaler Segen zählt, sondern als was Eigenes und somit können wir das leider nicht an Teammates vergeben, außer halt hier durch diesen Brunnen oder durch Skills, die einfach so Tatendrang geben wie den Brunnen des Rückrufs. Aber wir können beispielsweise einfach durch diesen Trade, immer wenn wir shattern, ich kann jetzt einfach mal F1, F2, F3, F4 und ihr seht, wir geben uns selbst dadurch Tatendrang hier unten. Könnt ihr auch vor allem in Dungeons und Fraktalen zwischen den Kämpfen, kann ich das immer empfehlen, zwischen den Kämpfen einfach immer die Shatters die ganze Zeit durchdrücken, um somit immer wieder Tatendrang zu kriegen, damit ihr auf jeden Fall im nächsten Kampf dann eure ganzen Skills wieder vom Cooldown runter habt. Dann als nächstes haben wir auf euch wirkender Tatendrang dauert länger an, um 50%. Das heißt, ist zwar auch leider nur für uns selbst, aber wenn wir durch Brunnen 2 Sekunden Tatendrang kriegen würden, kriegen wir jetzt durch diesen Trade insgesamt mehr Tatendrang, nämlich 3 Sekunden. Aber auch wie gesagt, nur wir selbst, unsere Teammates trotzdem noch 2 Sekunden.
Dann die Zeit schreitet fort, ihr bewegt euch 50% schneller, die von erlittenen die Dauer von erlittenen bewegungseinschränkenden Zuständen wird um 25% verringert. Ein sehr, sehr cooler Trade. Und damit laufen wir nun auch einfach immer 25% schneller. Der Mesmer hatte immer das Problem, dass er viel, viel zu langsam war. In Dungeon Runs, vor allem in Speedruns, kam der Mesmer eigentlich nie so richtig hinterher. Er war immer die langsamste Klasse. Er hat kaum Skills, um richtig vorwärts zu kommen. Klar, man hätte hier theoretisch den Augenschlag und könnte den vielleicht mit Mime sogar noch verdoppeln, aber so richtig gut klappt das Vorankommen mit dem Mesmer nicht, weil er einfach so langsam ist. Er hat auch kaum Möglichkeiten, sich richtig gut Speed zu geben. Auch der temporale Vorhang, der wurde in letzter Zeit ein kleines bisschen gebufft, einfach um dem Mesmer mehr Möglichkeiten zu geben, an Eile zu kommen. Früher war es so, wenn der temporäre Vorhang hat nur Eile gegeben, wenn wir vorher keine hatten. Wenn wir bereits Eile hatten und wir sind durch den Vorhang gelaufen, dann hat er einfach nichts gemacht, wirklich gar nichts. Das wurde jetzt wenigstens schon ein kleines bisschen geändert, der Skill wurde ein bisschen gebufft, wodurch er jetzt trotzdem noch Eile gibt. Selbst wenn wir schon Eile haben, aber durch diesen Trade sind wir einfach viel, viel mobiler, da wir im Prinzip permanent, egal wann und wie, immer 25% schneller rennen, so wie es andere Klassen auch können. Endlich. Und dann haben wir noch Chrono-Trugbild. Eure Trugbilder werden erneut herbeigerufen, nachdem sie zum ersten Mal zerschmettert wurden. Auch das hier ist einer der Gründe, warum, wenn wir unsere Perma-Quickness-Rotation durchziehen, in der wir auch Shatter-Fertigkeiten nutzen müssen, wie zum Beispiel unseren F5, danach nicht auf einmal zwar unser Team ins Unendliche hochbuffen, aber unser eigener Schaden ins absolut Bodenlose sinkt, weil wir gerade alle unsere drei Illusionen zerschmettert haben und jetzt erst wieder von Null anfangen müssen und ganz blöd unsere drei Illusionen neu aufbauen müssen. Hier durch diesen Trade kommen sie, nachdem sie einmal geschmettert wurden, sofort wieder. Das heißt, wenn wir drei Illusionen haben und wir zerschmettern sie, dann werden sie zwar zerschmettert, kommen danach aber automatisch wieder und wir haben weiterhin drei Illusionen. Hier muss man aber auf eine Sache aufpassen, das zählt nur für Trugbilder. Das ist nämlich ein Unterschied. Trugbilder und Klone sind nicht das gleiche. Alles, was wir beschwören, sind zwar alles Illusionen, also egal was wir machen, egal welchen Skill wir benutzen, immer wenn irgendwie so eine Art Kopie von uns kommt, ist es immer eine Illusion. Aber Illusionen sind aufgeteilt in Trugbilder und in Klone. Trugbilder sind diese Fertigkeiten, die irgendeinen Kämpfer beschwören. Ich sage das jetzt mal ganz grob, um es damit am leichtesten verständlich ist. Trugbilder sind sozusagen richtige Kämpfer, die irgendwelche Attacken haben, die richtig viel Schaden machen, die wirklich da sind zum Kämpfen. Und der Unterschied dazu sind Klone, das macht beispielsweise der illusionäre Sprung, das ist einfach nur eine Kopie von uns selbst, die einfach nur da ist, um den Gegner zu verwirren, um von uns abzulenken. Die sehen auch ein kleines bisschen aus. Klone sehen wirklich im Prinzip genauso aus wie wir. Also wenn ein Gegner uns angucken würde und wir würden neben einem Klon stehen, wüsste der Gegner nicht, wer wir sind und wer der Klon ist. Die sehen genauso aus wie wir. Während Trugbilder ein eigenes Aussehen haben. Die haben andere Waffen, die sind durchsichtig und sowas alles. Die sind halt einfach anders. Und dieses Chrono-Trugbild zählt nur für Trugbilder. Das heißt, wenn wir eine Zerschmettern-Fertigkeit einsetzen, werden natürlich auch Klone mit zerschmettert, aber die kommen nicht wieder neu. Wirklich nur Trugbilder kommen wieder neu. Aber das ist nicht so schlimm, denn die Trugbilder sind ja auch das Wichtigste. Die Trugbilder sind die, die unseren Schaden tragen, weil Klone greifen zwar auch mit an, um die Illusion beim Gegner zu erzeugen. Das sind eigentlich wir, die da angreifen, aber die machen so gut wie gar keinen Schaden. Die greifen vielleicht mit einem Schaden von 10 an oder sowas. Eigentlich unser Schaden kommt halt von Trugbildern und die kommen dann erneut. Allerdings, wenn wir dann nochmal schmettern, danach sind sie dann weg. Das heißt, wir müssen trotzdem, wenn wir regelmäßig unseren F5 benutzen wollen, um immer wieder nachstecken zu können, unsere Schnelligkeit, müssen wir halt trotzdem regelmäßig immer wieder neue Trugbilder beschwören, weil spätestens beim zweiten Mal schmettern sind sie, wie gesagt, weg. Trotzdem sehr cooler Trade. Das zu der Standard-Trade-Verteilung. Jetzt nochmal kurz, um auf den anderen Bild zu sprechen zu kommen. Ihr werdet das in einigen Guides online finden, auch beispielsweise auf Meta-Battle. Die haben Illusionen drin. Und zwar oben, Mitte, Mitte. Das gucken wir uns jetzt erstmal ganz kurz, ganz schnell an, um es vergleichen zu können, aber nur die großen Trades. Ne, die kleinen auch noch. Hier haben wir einmal Illusionäre Repressalie. Alle Zerschmetterfertigkeiten bewirken bei Treffern Konfusion. Klar, ist nicht schlecht, aber auch nicht super wichtig. Wir sind kein Kondi-Bild, die Konfusion macht so gut wie nix.
Dann aber hier, verursacht mehr Schaden und Zustandsschaden für jede eurer aktiven Illusionen. Wir haben meistens drei Illusionen. Es gibt pro Illusion 3%, das heißt ein Damage Increase von 9%. Ist also ein persönlicher Damage Modifier, allerdings nur 9%. Und wir haben ja gelernt, bei Domination haben wir 12,5%. Das heißt 3,5% mehr als hier. Also allein nur wegen dem Damage Modifier kann das hier nicht der Grund sein, warum wir das mitnehmen, aber trotzdem nicht schlecht, 9%, so verlieren wir wenigstens nicht so viel, wenn wir diese Tradeline mitnehmen. Dann haben wir Flinkheit des Illusionisten, verringert die Wiederaufladezeit von Illusionsherbeirufungsfertigkeiten. Das sind halt, wie gesagt, hier diese Skills, wie trügerische Wache und so. Dadurch könnten wir immer wieder neu und schneller Trugbilder nachbeschwören. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn wir das können, aber auch nicht mega wichtig, weil wir auch so eigentlich immer genug Trugbilder haben werden. Und darum nicht so extrem auf diesen Trade angewiesen sind. Dann haben wir trügerische Beschleunigung. Trugbilder greifen öfter an. Das hier ist nicht schlecht, um 20%. Das heißt, unsere Trugbilder, ja, wie der Trade sagt, greifen öfter an. Das sorgt natürlich insgesamt für einen höheren DPS. Das ist bei den meisten Trugbildern ist das ungefähr eine Sekunde schneller. Wenn beispielsweise ein Trugbild alle 5 Sekunden angreifen würde, greift es durch diesen Trade alle 4 Sekunden an. Das hört sich zwar jetzt natürlich erstmal nicht so viel an, aber auf einen Kampf gesehen im Raid, der 10 Minuten dauert, alle 4 Sekunden anstatt alle 5 Sekunden angreifen, ist das schon ganz schön oft, wie dann letztendlich die Trugbilder öfter angreifen und somit auch um einiges höherer Schaden, der letztendlich insgesamt verursacht wurde. Daher dieser Trade ist gar nicht so übel. Dann hier jetzt aber der Trade, warum eigentlich in den meisten Fällen Illusion mitgenommen wird, nämlich von euch bewirkte Konfusion hält länger an. Klar, das ist blöd, aber jetzt reduziert die Wiederaufladezeit von Zerschmetterfertigkeiten. Und das hier ist der Grund, warum halt viele auf Illusionen schwören. Zerschmetterfertigkeiten sind schneller wieder aufgeladen und somit auch unsere Kontinuumspaltung. Standardmäßig kann man Kontinuumsplint alle 90 Sekunden benutzen, also anderthalb Minuten. Mit diesem Trade, ihr seht, 76,5 Sekunden. Also ungefähr 13,5 Sekunden schneller. Wir können also durch diesen Trade öfter in den Kontinuum-Split gehen und somit öfter unsere Skills verdoppeln bzw. zweimal hintereinander einsetzen. Das ist im Prinzip der Grund, in Illusion zu gehen. Und ich kann verstehen, dass den viele nutzen. Ich selbst habe auch lange, lange Zeit damit gespielt. Einfach weil ich dachte, ey cool, öfter schnellere Wiederaufladezeit von unserer Schmetterfertigkeiten, das heißt öfter Kontinuum-Split, das heißt alles ist insgesamt besser. Das stimmt zwar so auch eigentlich, allerdings, ob wir das nun mithaben oder nicht, dieser Bild, den ich euch zeige, der kommt so oder so auf 100% Quickness-Uptime. Also ob wir den Trade nun haben oder nicht, ob wir alle 90 Sekunden in den Split gehen oder alle 76,5 Sekunden, ist komplett egal. Wir werden so oder so in beiden Fällen 100% der Zeit Quickness haben. Immer. Und daher, weil wir das so oder so haben, gibt's eigentlich keinen großen Grund, wirklich diesen niedrigeren Cooldown auf dem Split haben zu müssen. Und dann hätten wir hier am Ende noch, eure Zerschmetterfertigkeiten werden stärker. Dadurch haben diese Zerschmetterfertigkeiten halt noch Bonuseffekte, die aber alle nicht so toll sind. Und vor allem nicht rechtfertigen, diese Tradeline mitzunehmen. Von daher würde ich eigentlich sagen, es ist persönliche Vorliebe, was ihr da eher mitnimmt. Wir haben hier, ich weiß nicht genau, wie sich DPS-technisch hier dieser Trade, dass Trugbilder öfter angreifen, insgesamt dann auf den Kampf auswirkt, was das am DPS ausmacht, was für ein prozentual höherer Schaden da letztendlich bei rumkommt. Aber in Domination haben wir, wie gesagt, 12,5% mehr Damage anstelle von 9% und halt am Anfang hier auch nochmal Trugbilder fügen 15% mehr Schaden zu. Auch hier muss man überlegen, jetzt steht's im Prinzip gegeneinander. Entweder 15% mehr Schaden bei jeder Attacke unserer Trugbilder oder eine Sekunde schneller angreifen. Muss jeder für sich selber entscheiden, welche Tradeline er da lieber mitnimmt. Es geht beides, es funktioniert beides, es funktioniert auch beides gut. Ich persönlich bin aber mittlerweile eher der Domination-Fan, aber das müsst ihr dann selber sehen. Vor allem, weil hier auch noch zusätzlich coole Effekte sind, wie beispielsweise
diese Verzerrung durch Siegel, wodurch man echt oft, also wirklich regelmäßig im Kampf, sich und seinem ganzen Team Verzerrung gibt, das ist eine ziemlich coole Sache. Und vor allem, wenn ihr auf Illusions seid, müsst ihr auch super aufpassen, vor allem mit dem Trade hier hinten, dass, wie gesagt, eure Zerschmetterfertigkeiten Bonuseffekte auslösen. Gerade mit dem F4. Ihr seht es dabei, Verzerrung reflektiert Projektile. Das heißt, wenn ihr euren F4 benutzt, dann ab jetzt reflektiert er auch Projektile. Und da müsst ihr super mit aufpassen, mit diesem Trade, denn wir haben ja gelernt, bei Matthias gibt es Attacken, die dürfen nicht reflektiert werden, weil der Boss sonst stärker wird und euer Team wipen kann. Ausgerechnet aber, diese Attacke, die dieser Boss macht, ist so stark, dass man da hin und wieder mal als Mesmer sein Team einfach retten will und somit mit F4 allen Leuten Verzerrung geben will. Jetzt reflektiert dieser Trade aber ausgerechnet auch noch Projektile und kann somit den Boss buffen. Das heißt, bei Matthias muss man super aufpassen, hiermit eventuell auch einfach diesen Trade dann einfach rausnehmen für irgendwas anderes. Zum Beispiel das hier oben, dass wir Konfusion machen, wenn wir einen Gegner blenden. Das ist alles nicht so super toll, aber man muss, wie gesagt, damit aufpassen und mit Domination würde sowas einfach nicht passieren. Naja, das zu den Trades. Damit sind wir jetzt auch eigentlich alle Möglichkeiten durchgegangen und alle ja, Auswahlmöglichkeiten, die ihr habt und wie ihr das anpassen könnt. Als nächstes gucken wir uns jetzt die Ausrüstung an. Bei der Ausrüstung gibt es auch zwei verschiedene Builds sozusagen. Einmal gibt es die Berserker-Assassinen-Ausrüstung, die ihr im Prinzip von allen anderen Guides kennt. Egal welche Klasse ihr spielt. Ihr kennt alle Berserker-Builds. Also warum sollte es bei Mesmer anders sein? Der hat natürlich auch ein Berserker-Build mit Berserker- und Assassinen-Ausrüstung. Allerdings ist dieser Build darauf angewiesen, dass ein Revenant bei euch im Team ist. Denn diese ganze Perma-Quickness-Sache funktioniert nur, wenn ihr eine ganz hohe Segensdauer habt. Wir werden das gleich noch sehen. Ich habe jetzt hier blöderweise, das kann ich leider gerade nicht ändern, ihr seht, ich habe 7,86% Segensdauer. Das sollte eigentlich auf 0 stehen. Ich habe hier die falschen Waffen drin, aber ich habe aktuell keine anderen für dieses Bild. Standardmäßig, wenn ihr aber Berserker-Ausrüstung habt, habt ihr eine 0%ige Segensdauer. Damit diese Quickness, die ihr euch selber gibt, die Schnelligkeit reicht mit 0 Segensdauer nicht ganz aus oder nicht, reicht halt einfach nicht aus, um wirklich für permanent Schnelligkeit zu sorgen. Ihr solltet hier wirklich die 100% anstreben, also sozusagen die doppelte Segensdauer. Das ist übrigens auch das Cap. Über 100% Segensdauer kann man nicht kommen, aber mit 100% Segensdauer kommt ihr auf jeden Fall an dieses Perma-Quickness ran. Dafür braucht ihr aber ein Revenant. Denn ein Revenant hat einen Skill, der heißt natürliche Resonanz, den kann der anmachen und gibt damit Verbündeten in der Nähe 50% höhere Segensdauer. Das heißt, allein nur durch den Herald, also durch den Wiedergänger, jetzt benutze ich für den gleichen Charakter schon drei Namen, Herald, Wiedergänger, Revenant, habt ihr 50% höhere Segensdauer. Das heißt, ihr selbst müsst nur noch für weitere 50% sorgen. Und allein 30 kann schon durch Buffwood kommen, dann seid ihr schon auf 80 und damit könnt ihr schon fast für Perma-Quickness sorgen. Und dann müsst ihr halt vielleicht noch ein kleines bisschen durch andere Sachen reinholen. Aber dieser Build braucht diesen Revenant. Die meisten haben eh einen dabei in Raids, weil die einfach eine super gute Klasse sind, die einen hohen DPS hat und extrem stark für Breakbars ist bei Bossen und kann hier somit halt auch noch den Chronomancer unterstützen, dann muss der Herald aber in der gleichen Gruppe, also in der gleichen Subgroup in eurem Raid-Team, wie der Mesmer sein, dass der Mesmer auf jeden Fall permanent dieses natürliche Resonanz hat. Auch der Revenant muss dann in seiner Rotation, in seinem Damage machen sozusagen, dafür sorgen, dass der F2, das ist nämlich der F2 vom Revenant, dass der niemals ausläuft. Der muss immer, immer, immer an sein, dass der Mesmer immer diese 50% höhere Segensdauer hat. Wie das genau aussieht, sehen wir dann gleich. Oder wie man auf die 100% Segensdauer kommt. Wir gucken uns erstmal jetzt genau dieses Bild an. Wie gesagt, ihr braucht für das Berserker-Bild, das hat einen höheren DPS als das andere, was ich euch gleich zeigen werde. Denn da ist der DPS fast null in dem anderen.
aber wie gesagt, ihr braucht den Revenant. Die Rüstung hierbei ist komplett Assassine, das heißt Kraft, Präzision, Wildheit, genauso wie bei einem Berserker. Allerdings Präzision als Hauptattribut, denn wie wir gerade in den Trades, wir haben uns ja die Trades zu Genüge angeguckt, wie ihr da gesehen habt, ihr habt absolut nicht einen einzigen Trade, der in irgendeiner Weise eure Crit-Chance erhöht. Ihr habt einfach nichts, was Crit-Chance erhöht. Ist einfach nicht dabei. Es würde zwar theoretisch was geben, hier oben bei Chronomant, nämlich Zeit der Gefahren, erhaltet eine zusätzliche Chance, kritische Treffer gegen verlangsamte Gegner zu machen. Langsam können wir auf den Gegner machen, zum Beispiel durch eine Zeitschleife, aber auch das ist natürlich nicht ewig. Aber während dieser Zeit hätten wir theoretisch 30% höhere kritische Trefferchance, aber es lohnt sich ehrlich gesagt nicht, vor allem weil dieser Trade hier oben hier unten viel, viel besser ist. Von daher, wir haben keine Trades, die Crit-Chance erhöhen, daher müssen wir ein bisschen durch Assassinen-Sachen ausgleichen, daher nehmen wir die Assassinen-Rüstung. Runen sind hier die Chronomanten-Runen, die geben abwechselnd Kraft und Präzision, was eine super Sache ist. Und dann das Besondere, der 6er-Bonus wirkt 2 Sekunden Schnelligkeit, wenn ihr einen Brunnen wirkt. Das heißt, nicht nur die Zeitschleife gibt Schnelligkeit und der Brunnen der Tat, der sowieso Schnelligkeit gibt, sondern jedes Mal, wenn wir einen Brunnen legen, egal welchen Brunnen, kriegen wir auch nochmal 2 Sekunden Schnelligkeit. Das Wichtige hieran ist aber, und da muss man aufpassen, das zählt nur für uns. Hier steht zwar einfach nur dran, wirkt 2 Sekunden Schnelligkeit, wenn ihr einen Brunnen wirkt, hört sich so an wie, wir legen Brunnen, alle kriegen 2 Sekunden Schnelligkeit. Das ist leider nicht so. Nur wir selbst kriegen 2 Sekunden Schnelligkeit, wenn wir einen Brunnen legen. Aber zum Glück haben wir ja das Siegel der Inspiration, wodurch wir Segen kopieren können. Das heißt, im Prinzip sorgen wir dafür, dass auch unsere Verbündeten diese 2 Sekunden Schnelligkeit bekommen. Ist also eine sehr, sehr coole Rune und auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass das mit dem Perma-Quickness funktioniert. Das Coole ist, dass es auch noch Kraft und Präzision gibt, das heißt sowieso sehr, sehr offensiv und berserkerhaft sozusagen. An Schmuck nehmen wir komplett Berserker, das heißt gar keine Assassinen-Sachen. Die Assassinen-Rüstung an sich reicht selbst schon aus, dass wir dann mit Raid-Buffs sozusagen durch die Druiden und die Krieger und Wut und so, dass wir auf eine Crit-Chance von 95% kommen. Wir kommen zwar nicht ganz an die 100, mit Assassinen-Ohrringen würden wir auf 99% kommen. Aber die 95% reichen auch. Unsere effektive Kraft ist durch Berserker-Trinkets, also durch die 4% niedrigere Crit-Chance, aber dafür Berserker-Trinkets haben, ist insgesamt höher und wir sind dadurch insgesamt stärker, als wenn wir die Assassinen-Trinkets nehmen würden für die 99% Crit-Chance. Da gibt's Rechnungen, das nennt sich Effective Power, also effektive Kraft sozusagen. Diese Effective Power, das rechnet sozusagen die Auswirkungen von Crit-Chance und Crit-Damage, rechnet das mit ein, um so eine Art Schadenswert zu errechnen. Und unser Effective Power ist mit Berserker-Trinkets trotz 4% niedrigerer Crit-Chance insgesamt höher als mit Assassinen-Trinkets. Das dazu, weil auch viele halt mit Assassinen-Ohrring spielen. Und Berserker-Waffen. Das habe ich jetzt hier in diesem Fall leider nicht. Ihr seht, ich habe Commander-Waffen drin mit 4 Stats, mit Kraft, Präzision, Zähigkeit, Konzentration. Einfach weil ich letztens meine Waffen umgemodelt habe, um Commander-Waffen zu kriegen. Das heißt, ich habe gerade keine Berserker-Waffen mehr. Hier wäre noch, das Schwert ist auch schon umgewandelt, Mist. Aber hier sehen wir die Pistole. Die ist noch alt Berserker, also Kraft, Präzi, Wildheit mit Kraft als Hauptattribut. Das solltet ihr in diesem Bild dann auch nehmen. Das ist auch der Grund, warum ich hier diese 7,86% Segensdauer habe. Die hätte ich halt eigentlich nicht. Ihr solltet die eigentlich auf 0 kommen. Also Berserkerwaffen, aber die Sigile sind gleich. Nämlich auf dem Haupthandschwert Konzentration. Das ist auch ganz neu, benutzt auch sonst so gut wie keine andere Klasse. Und das macht 7 Sekunden lang erhalten von euch verliehene Segen 33% länger an, wenn ihr im Kampf zu dieser Waffe wechselt. Das heißt, wenn wir im Kampf die Waffe wechseln, kriegen wir automatisch eine 33% höhere Segensdauer. Und jetzt versteht ihr, wie wir auf die 100% kommen, nämlich einmal 50% durch den Wiedergänger, der uns 50% Segensdauer gibt, dann einmal 30% durch das Buff-Food oder 20%, wir können hier in diesem Fall, wenn wir Revenant haben, auf ein Buff-Food verzichten, dann haben wir 20%, rechnen wir einfach mal damit, dann sind wir bei 70% und dann nochmal 33% durch dieses Sigil, wenn wir die Waffe wechseln, dann haben wir für 7 Sekunden insgesamt 33% mehr Segensdauer, dann sind wir bei 103%. Und wir wissen, bei 100 ist das Cap, das heißt, das Cap super gut abgepasst. Wir haben genau 100% mehr Segensdauer, wenn wir die Waffe wechseln für 7 Sekunden.
Und das reicht. Wir werden unsere Waffen wechseln, wirklich aktiv und gezielt und auch abgepasst in unsere Damage Rotation einbauen, dass wenn wir unsere Rota durchziehen, unsere Hauptrotation, um unsere Schnelligkeit für das Team zu stacken, dass wir wirklich immer innerhalb dieser 7 Sekunden sind, die wir haben, wenn wir nach dem Waffenwechsel diesen Buff von den Konzentrationssigil haben. So kommen wir auf die 100% und in den Offhands, egal welche Offhands ihr habt, ihr werdet in den meisten Fällen immer ein Schild haben in der Offhand und die zweite Waffe wird immer wechseln, je nach Situation, entweder ein Fokus oder noch ein weiteres Schwert, wird immer Heftigkeit als Sigil haben. Aber wie gesagt, in der Haupthand immer das Schwert mit dem Konzentrationssigil. Das ist sozusagen die Berserker-Variante. Jetzt werde ich kurz einen Cut machen, mich umziehen und dann sehen wir, wie das Ganze aussieht, wenn wir keinen Revenant haben. Das heißt, mit dem anderen Setup haben wir zwar einen niedrigeren persönlichen DPS, aber kommen komplett alleine, ohne Hilfe, ohne auf einen Revenant angewiesen zu sein, ebenfalls auf 100% Crit-Chance, 100% Quatsch, Crit-Chance, was erzähle ich hier für einen Quatsch, 100% Segensdauer und können dafür dann natürlich in unserer Raid-Gruppe einfach was anderes mitnehmen anstelle eines Revenants, beispielsweise einen weiteren Ele. Das gucken wir uns gleich an. So, Leute, ich habe mich umgezogen. Ihr seht es, ich blende den Rücken mal aus. Das sieht hier sonst mit der Rüstung so komisch aus und erkennt man es vielleicht nicht so gut. So, das ist mein zweites Setup. Jetzt seht ihr auch, hier hat sich schon einiges an der Segensdauer getan. Wir haben jetzt hier komplett Commander-Sachen. Hier ist fast alles Commander. Commander bedeutet, es ist eine neue HOT-Stat. Das bedeutet Kraft und Präzision als Hauptattribut. Und Zähigkeit und Konzentration als Nebenattribut. Konzentration ist ein Attribut, was unsere Segensdauer erhöht. Ihr seht es hier, ich habe hier links 555 Konzentration. Immer 15 Konzentration bedeutet 1% Segensdauer. Bei 555 kommt man, wie gesagt, auf 37% Segensdauer. Hört sich jetzt erstmal nicht so viel an. Ich habe gerade davon gesprochen, wir kommen alleine auf 100%, aber das werden wir gleich noch sehen. Dazu braucht ihr, wie gesagt, die Commander-Sachen. Das ist nicht so leicht, an die ranzukommen. Am besten ist es, eine bereits bestehende Rüstung einfach umzuwandeln. Das könnt ihr mit der mystischen Schmiede. Die Rezepte für die Inschriften und die Rezepte für die Insignien zum Umwandeln kriegt ihr in Dragonstand, also in der Map Widerstand des Drachen. Das ist die 4. Heart of Thorns Map. Da könnt ihr beim Erz... wie heißt es? Kristallinerz. Genau, beim Kristallinerzhändler könnt ihr die Rezepte kaufen, sowohl für die... exotischen Inschriften und Insignien zum Umwandeln, als auch für die aufgestiegenen Insignien und Inschriften, um direkt damit eine Rüstung zu bauen, könnt ihr da kaufen. Wir haben fast alles Commander, von der Rüstung alles bis auf die Schuhe. Die Schuhe sind Berserker, wie ihr seht, Kraft, Prezi, Wildheit mit Kraft als Hauptattribut. Alles andere ist Commander mit Chronomantenrune, auch die ist klar. Und bei dem Schmuck auch komplett alles Commander, wie ihr seht, alles Commander. Bis auf einen Ring, auch der ist Berserker. Also ihr seht, sowohl bei der Rüstung als auch bei dem Schmuck ist jeweils alles Commander, bis auf ein Teil. Bei der Rüstung ist es wichtig, dass es entweder die Schuhe oder die Handschuhe oder die Schultern sind. Warum? Denn diese drei Sachen, Schuhe, Handschuhe und Schultern, haben die exakt gleichen Werte. Also von den Höhen her. Haben exakt gleich hohe Werte. Darum könnt ihr euch selber entscheiden, ob ihr die Schultern, die Handschuhe oder die Schuhe nehmt. Ich nehme immer die Schuhe, also die Berserker. Und bei den Trinkets, bei dem Schmuck, ist es genau ein Ring, der Berserker bleibt. Warum? Damit wir nämlich genau auf 37% kommen. Wenn wir alles Commander nehmen würden, würden wir natürlich über diese 37% kommen, aber das brauchen wir nicht. Wir brauchen wirklich durch Equipment nur 37%. Und genau mit diesem Setup kommen wir genau auf diese 37%. Waffen sind natürlich, wie bereits davor gesehen haben, auch Commander. Das ist der Grund, warum ich Commander-Waffen habe. Auch hier gleicher Grund für das Konzentrationssigil, wie gerade auch. Also Konzentration, Heftigkeit, die Kombination. Dann kommen wir auf genau 37%. Und jetzt wollen wir mal rechnen. Wir haben 37% Segensdauer, einfach standardmäßig durch unser Equipment. Durch das Siegel der Konzentration kriegen wir nach einem Waffenwechsel 33% mehr. 37 plus 33 sind 70%. Und dann noch durch Buff-Food, was wir gleich sehen werden, habe ich bereits gesagt, durch Buff-Food können wir auch nochmal 30% kriegen. 70 plus 30 sind 100. Das heißt, wir sind hier wirklich auf das Prozent genau, selbst auf die zwei Nachkommastellen, beziehungsweise wenn man es gucken würde, 100 Nachkommastellen, sind wir auf exakt
100% Segensdauer mit diesem Setup. Allerdings ist hierbei in diesem Setup der Crit-Schaden sehr, sehr viel niedriger. Hier Wildheit haben wir in diesem Fall nur 119, mit dem anderen Equipment, mit dem Berserker-Equipment, haben wir 961. Das ist sehr, sehr viel mehr. Wir haben hier mit diesem Setup einen merkbar niedrigeren Schaden als in dem anderen Setup. Also merkbar niedrigeren DPS-Schaden haben wir sowieso, vor allem ich, wenn ich immer so lange Guides mache. Aber ich meine natürlich unseren DPS. Der ist viel, viel, ich will nicht sagen viel, viel, aber schon merkbar niedriger. Dafür aber, wie gesagt, brauchen wir nicht unbedingt diesen Revenant an unserer Seite im Team und müssen vor allem nicht darauf vertrauen, dass der diesen F2, diese natürliche Resonanz, wirklich permanent aufrechterhält. Hier sind wir wirklich komplett auf uns allein gestellt und können im Raid deswegen vielleicht auch noch was anderes mitnehmen, wie ein Elo oder so. Das heißt aber nicht, dass dieses Setup einfach generell besser ist. Ein Revenant ist so oder so trotzdem eine sehr, sehr gute Klasse für Raids. Der hat super guten Support. Wenn es gebraucht wird, kann der Schutz channeln. Der ist mega gut für Breakbars. Der hat einen ziemlich hohen DPS trotzdem noch. Und von daher heißt es nicht, nur weil ihr auf einmal einen Commander-Mesmer habt oder dass ihr unbedingt immer hier einen Commander-Mesmer haben sollt, damit ihr einfach keinen Revenant mehr mitnehmen müsst. Revenants sind trotzdem sehr, sehr gute, Klassen im Raid. Und wenn ihr sowieso immer einen mithabt, dann würde ich euch eh das Berserker-Equipment empfehlen, was halt für einen höheren DPS bei euch persönlich sorgt, wenn ihr eh einen Revenant dabei habt, weil ihr kommt in beiden Fällen, kommt ihr so oder so auf 100% Segensdauer. Ob ihr nun das mit dem Commander macht oder mit der Berserker-Rüstung, ist egal. Aber wie gesagt, entscheidet da wirklich, je nachdem, wie euer Team aufgebaut ist. Ich will euch hiermit nicht sagen, dass der Commander-Messmann, nur weil der alleine auf 100% Segensdauer kommt, dass der standardmäßig besser ist. Weil, wie gesagt, ein Revenant ist ein sehr, sehr gute Klasse fürs Team und den muss man nicht unbedingt einfach nur rausschmeißen, nur weil man unbedingt einen Commander-Messmann spielen will. Aber wenn ihr eh einen habt, würde ich dann, wie gesagt, eher die Berserker-Variante empfehlen. Es gibt zwar noch ein anderes Setup, was so eine Art Mischung ist. Auch dieses andere Setup kommt auf eine 100%ige Segensdauer. Das ist eine Mischung aus Commander- und Berserker-Sachen. Hat auch einen höheren DPS, das heißt, das liegt DPS-technisch sozusagen zwischen der normalen Berserker-Variante und der kompletten Commander-Variante und kommt auch alleine ohne Revenant auf 100% Segensdauer, benutzt allerdings total viele exotische Sachen. Das heißt, da nimmt man komplett exotischen Schmuck, nichts aufgestiegen ist, sondern exotisch. Denn das Besondere bei exotischem Schmuck ist, ihr könnt da Platin-Dublonen reinbauen. Das will ich euch jetzt mal zeigen, Platin-Dublone. Ihr seht's, und eine Platin-Dublone gibt eine 4%ige Segensdauer. 4% Segensdauer ist sehr, sehr hoch. Umgewandelt, wie gesagt, immer 15 Konzentration, das haben wir ja schon gelernt. Immer 15 Konzentration ist 1% Segensdauer. Das bedeutet, um auf 4% Segensdauer zu kommen, wären das hier in dem Fall 60 Konzentrationen. Und wenn wir uns jetzt mal hier so eine Hose angucken, eine Hose, was ja ein Teil ist, was relativ viel hohe Werte hat, gibt gerade mal 44 Konzentrationen. Ein Brustteil beispielsweise gibt 67, das heißt ein Brustteil, was die höchsten Werte von Rüstung hat, kommt gerade mal an die 60 Konzentration, was im Prinzip eine Platin-Dublone geben würde. Das heißt, eine Platin-Dublone kann sehr, sehr viel schneller und besser die Segensdauer hochstecken, als es eigentlich Ausrüstung kann. Allerdings können Platin-Dublonen nur in exotisches Equipment rein und nicht in aufgestiegenes. Das heißt, wenn wir nur mit exotischem Equipment spielen, vor allem beim Schmuck, können wir, indem wir Platin-Dublonen reinslotten, ebenfalls schneller auf diese 37% Segensdauer kommen und dafür insgesamt mehr Berserker-Sachen mitnehmen, weil die Segensdauer, wie gesagt, durch die Platin-Dublonen kommt und darum können wir so an Rüstung und sowas mehr Berserker-Sachen mitnehmen, was dann wieder für einen höheren DPS sorgen würde, weil wir halt mehr Wildheit haben. Ich werde euch einfach mal trotzdem auch dieses Bild mit dem exotischen Zeug und dem Platin-Dublon werde ich euch einen Link in die Videobeschreibung packen. Ihr werdet dann sozusagen alle drei Setups werdet ihr in der Videobeschreibung finden, um euch da selber das anzugucken, was euch am besten gefällt und auch um die Werte miteinander zu vergleichen. Warum ich das jetzt selber nicht spiele und auch nicht hier
in diesem Video habe, ist, weil ich persönlich sehr, sehr gerne aufgestiegenes Equipment habe. Ich kann es irgendwie nicht leiden, persönlich, so eine Art Mischung zu haben. Ein paar Sachen sind aufgestiegen, ein paar Sachen sind exotisch und so. Klar, es lässt sich nicht immer verhindern, gerade auch, ihr habt es ja gestern oder vorgestern bei meinem Druidenbild gesehen, da habe ich zum Teil ziemlich viel exotisches Equipment noch drin. Aber da bin ich auch einfach noch nicht dazu gekommen, das besser zu upgraden. Aber ich mag es eigentlich überhaupt nicht, so ein Gemisch zu haben oder überhaupt exotisches Equipment zu haben, wenn ich die Möglichkeit habe, auch aufgestiegenes zu haben. Vor allem, weil man in aufgestiegenes Zeug auch Qualresistenz reinbauen kann. Ihr seht, ich habe hier auch 150 Qual. Auch wenn ich dieses eigentlich Segensdauer-Equipment nicht wirklich in Fraktale spielen muss oder spielen sollte, außer in den ganz hohen Fraktalen. Trotzdem mag ich das eigentlich nicht. Von daher boykottiere ich von Anfang an dieses Setup mit den Platin-Dublonen, auch wenn es vielleicht tatsächlich sogar besser ist, weil es, wie gesagt, auch auf 100% Segensdauer kommt und einen höheren DPS hat. Aber naja, ich werde euch einen Link in die Videobeschreibung packen, dann könnt ihr euch das selber angucken. Wir gucken uns jetzt einfach mal das Buffhut an, von dem ich schon die ganze Zeit gelabert habe, nämlich das für 30% Segensdauer. Wir haben hier einmal die Frühlingsrollen, 20% Segensdauer. Ja, das ist einfach so. Es gibt noch anderes Equipment, was ebenfalls anderes Buffhut, was ebenfalls 20% Segensdauer gibt, könnt ihr selber mal gucken. Ist eigentlich egal, was ihr nehmt. Das andere ist meistens eh nicht so interessant, die anderen Boni. Hauptsache, ihr habt die 20% Segensdauer drauf. Frühlingsrollen sind auch mit am billigsten, die nehme ich dann meistens. Und dann haben wir noch ertragreiche Wettsteine. Auch hier, die geben plus 100 Kraft und unsere Segensdauer ist um 10% erhöht. Das heißt, 20% Segensdauer, 10% Segensdauer gibt insgesamt 30% Segensdauer. Auch wie bereits gesagt, bei der Variante mit der Berserker-Rüstung und dem Revenant braucht ihr diese Wettsteine nicht. Denn nochmal, um es euch in Erinnerung zu rufen, der Revenant selbst gibt 50% Segensdauer, euer Sigil gibt 33%, sind also 83%, und um auf 100 zu kommen, braucht ihr nur noch 20. Da reichen die 20 von den Frühlingsrollen, das heißt, da braucht ihr keine ertragreichen Wettsteine. Da könnt ihr dann ganz normale Wettsteine benutzen, aber ich persönlich habe einfach immer die ertragreichen. Die müsst ihr euch auch selber herstellen, die könnt ihr nicht selber kaufen. Aber das Rezept kostet nicht so viel. Ich gebe hier einfach mal ein, ertragreich. Und dann seht ihr, ertragreiche Wettsteine, gut, zugegeben, 5 Gold das Rezept ist relativ hoch, aber einmal gekauft, dann könnt ihr euch die unendlich oft herstellen, ist nun mal einfach so. Aber, wie gesagt, das ist so das Standard-Buffhut oder halt normale Wettsteine, wenn ihr das Berserker-Equipment mit dem Revenant spielt. Das zum Buffhut. Jetzt gucken wir uns die Utilities an. Die Utility-Skills sind im Prinzip fast fix. Da ist nicht groß viel zu ändern. Der Heilskill, ein Brunnen, ist eigentlich eine super Sache. Erstens ist es ein Brunnen, das heißt, es betrifft alle Verbündeten, die drinstehen. Das heißt, alle werden geheilt, erstmal durch den Brunnen, dann durch den Trade, dass wenn wir heilen, auch Verbündete geheilt werden, dass wir Zustände entfernen. Dann ist es ein Brunnen, Brunnen geben Tatendrang. Also auch wieder was Gutes. Und es ist ein Brunnen, durch unsere Rune kriegen wir Schnelligkeit, wenn wir einen Brunnen legen. Also ist auch das gut. Daher eigentlich, Brunnen haben so viele gute Effekte im Prinzip, dass wir so viele Brunnen wie möglich mithaben wollen, ist also eine Top-Sache. Es gibt zwar auch Leute, die ganz gern hier mit Siegel des Äther spielen, das lädt, nachdem wir es benutzt haben, alle unsere Trugbildfertigkeiten sofort wieder auf. Das heißt, ihr könnt zweimal hintereinander ganz schnell Trugbilder beschwören. Einmal hier Fokus 5 benutzt, Heilskill benutzt, Fokus 5 ist wieder da, nochmal benutzt, schon haben wir zwei Trugbilder. Aber insgesamt für Raids und für unsere Zwecke jetzt hier, vor allem in so langen Kämpfen, ist der Brunnen einfach so gut wie unschlagbar. Den wollen wir auf jeden Fall. Außerdem auch Segel der Inspiration haben wir auch bereits gelernt. Kopiert alle eure Segen auf nahe Verbündete. Der ganze Bild funktioniert überhaupt gar nicht, wenn wir nicht unsere ganze Quickness, unsere Schnelligkeit, die wir uns selber die ganze Zeit reinhauen, auf Verbündete kopieren würden. Von daher auch das ein super wichtiger Skill. Auch hier im Prinzip ein No-Brainer, Brunnen der Tat macht Schnelligkeit für alle Leute, die drinstehen. Auch klar, wir wollen Schnelligkeit machen. Wenn dieser Brunnen schon von sich aus Schnelligkeit gibt und natürlich nochmal 2 Sekunden, weil es ein Brunnen ist, nehmen wir den auf jeden Fall mit. Und dieser dritte hier, der ist im Prinzip anpassbar. Standardmäßig werdet ihr immer Brunnen des Rückgrus drin haben, denn der macht 7 Sekunden Tatendrang. Auch sehr, sehr gut. Wir haben auch bereits gelernt, wie stark Tatendrang ist. Gerade für Elementarmagier oder auch andere Klassen wie Ingenieure und so ist Tatendrang, beziehungsweise für alle Klassen, die nicht einfach nur Auto-Attacks benutzen, wie zum Beispiel Revenants oder Diebe oder Dragonhunter,
Aber für alle anderen Klassen ist Tatendrang absolut genial. Und wenn wir hiermit sogar 7 Sekunden Tatendrang geben können, ist das einfach super. Trotzdem ist dieser Brunnen hier nicht so wichtig, als dass wir den nicht auch mal austauschen könnten. Denn in Kämpfen, wo wir reflektieren müssen, können wir diesen Trade, diesen Skill auch mal für die Reaktionskuppel rausnehmen. Beispiel hierfür wäre Matthias. Ich weiß, egal welchen Guide ich mache in letzter Zeit, immer wenn es um Raids geht, Matthias kommt so oft vor, denn im Matthias-Kampf müssen auch mal Projektile reflektiert werden. Das haben wir bisher so noch gar nicht besprochen. Ich habe bisher immer gesagt, es gibt im Matthias-Kampf gibt es Attacken, die dürfen nicht reflektiert werden. Andererseits hat Matthias aber auch Mechaniken, da müssen die Attacken reflektiert werden. Und das kann keiner so gut, wie es der Messmann kann. Von daher, oft in vielen Fällen ist in der Raid-Gruppe im Matthias-Kampf gerade der Messmer bzw. der Chronomancer dafür verantwortlich, diese Attacken von Matthias, die reflektiert werden müssen, zu reflektieren, und das macht er dann mit der Reaktionskuppel. Aber auch in anderen Kämpfen kann dieser Skill sehr, sehr cool sein, zum Beispiel bei Foul Tyrion. Trotzdem, im Idealfall wollt ihr das natürlich eigentlich nicht, sondern diesen Brunnen. Wie gesagt, erstens ist es ein Brunnen, zweitens gibt er Tatendrang. Tatendrang mögen alle, und darum haben wir das standardmäßig drin. Sonst, wie gesagt, Reaktionskuppel, wenn es sein muss. Und dann auch ein absoluter No-Brainer, natürlich der Elite-Skill, die Zeitschleife, macht ein riesengroßes Feld auf den Boden, was die ganze Zeit Schnelligkeit pulsiert. Auch das absolut klar, dass wir das mitnehmen müssen. Von daher, wir haben hier in diesem Fall wirklich sehr, sehr wenige Möglichkeiten, unsere Utility-Skills groß anzupassen. Aber das ist ja auch mal angenehm. In letzter Zeit hatten wir nur Guides, wo man im Prinzip alles mitnehmen konnte. Und für jeden einzelnen Skill gab es irgendwie eine bestimmte Situation, wo das klasse war. Und bei Mesmer ist es nicht anders. Vor allem, wenn wir Dungeons und Fraktale spielen. Aber zum Glück in Raids gibt es eigentlich da kaum Variationsmöglichkeiten, und das ist auch mal ganz angenehm. Das zu den Utility Skills. Jetzt kommen wir zur Rotation. Ja, im Prinzip ist die Rotation ganz grob gesagt, wir gehen in den Continuum Split. Wie gesagt, der Continuum Split ist dazu da, um alle Skills doppelt benutzen zu können. Im Continuum Split benutzen wir dann im Prinzip alles, was uns Schnelligkeit gibt, und das ist die Zeitschleife, das ist der Brunnen, der sowieso Schnelligkeit gibt. Das ist der Schild 5, wodurch wir hier so ein Ding nach vorne schleudern. Auch das gibt Schnelligkeit auf dem Hinweg und auf dem Rückweg. Und dann natürlich noch alle anderen Brunnen. Denn wir haben ja durch unsere Rune, haben wir ja den 6er Bonus, dass immer wenn wir einen Brunnen wirken, auch 2 Sekunden Schnelligkeit geben. Das heißt Zeitschleife, der Brunnen, der sowieso Schnelligkeit gibt, den Schild 5 und auch alle anderen Brunnen. Und wenn wir uns dann volle Kanne mit Schnelligkeit hochgeballert haben, dann kopieren wir den Segen mit Siegel der Inspiration. Danach geht der Continuum Split aus und wir können alle Skills nochmal benutzen. Das heißt, wir benutzen nochmal alle unsere Brunnen und den Schild 5 und kopieren dann ebenfalls nochmal mit Siegel der Inspiration. Das Einzige, was wir nicht tun sollten, ist jetzt nochmal die Zeitschleife benutzen. Denn ihr seht, die Zeitschleife hat einen Cooldown von 180 Sekunden. Das sind 3 Minuten, das ist sehr, sehr viel. Wenn wir die Zeitschleife jetzt immer nur benutzen, wenn wir in den Continuum Split gehen, dann hat, und wir lassen sonst die Zeitschleife immer vom Cooldown runter, das heißt, die ist immer ready. Das heißt, die ist auch immer ready, wenn wir in den Continuum-Split gehen, und wir benutzen sie nur dann. Dann haben wir sozusagen den Continuum-Split von den 180 Sekunden Cooldown verringert, nämlich auf nur den Cooldown vom Continuum-Split, und der ist 90 Sekunden. Das heißt, wir können die Zeitschleife doppelt so oft benutzen, wenn wir sie einfach außerhalb vom Split immer, also nie benutzen sozusagen, immer nicht benutzen, sondern nur im Split. Dann, wie gesagt, können wir die doppelt so oft benutzen. Das heißt, wir benutzen alles andere außer die Zeitschleife dann außerhalb des Splits. Und dann halten wir einfach nur ein bisschen durch. Wir stellen zwischendurch immer wieder trügerische beziehungsweise immer wieder Trugbilder. Und wir wissen ja auch, wenn wir Trugbilder beschwören, wird auch nochmal Siegel der Inspiration ausgelöst. Das heißt, auch das kopiert dann immer nochmal unsere Segen. Und dann warten wir im Prinzip auf die 90 Sekunden Continuum-Split. Immer wenn unsere Brunnen wieder da sind, nutzen wir sie auch wieder in Kombination mit Siegel der Inspiration. Und sobald unser Continuum-Split wieder vom Cooldown runter ist, machen wir die ganze Rotation von vorn. Das heißt, in den Split rein, Zeitschleife, alle Skills benutzen, die irgendwie Schnelligkeit geben.
mit Siegel der Inspiration kopieren, aus dem Split rauskommen, wieder alle Skills benutzen, die Schnelligkeit geben, außer die Zeitschleife, wieder mit Siegel der Inspiration kopieren, ein neues Trugbild beschwören, automatisch das Siegel der Inspiration und wieder einfach nur so lange durchhalten. Und das die ganze Zeit, und das sorgt tatsächlich für 100% Quickness. Ich werde das jetzt auch mal schnell vorbereiten. Es ist egal, mit welchem Setup ich das jetzt mache, ob ich das jetzt mit dem Commander-Setup mache oder ob ich mir gleich durch die Konsole hier diesen Buff vom Revenant gebe oder ob ich Buffwood benutze oder nicht, ist auch gleich für die Rotation scheißegal. Ich werde das jetzt hier einmal kurz einstellen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt kann es losgehen. Ich bin auf dem Commander-Set geblieben. Trotzdem habe ich mir hier unten, ihr seht es, natürliche Resonanz vom Revenant angemacht. Einfach damit jetzt Commander-Equipment und auch noch natürlich Resonanz, nur aus dem Grund, damit ich jetzt nicht mein teures Buff-Food reinschmeißen muss, nur um euch hier die Rotation zu zeigen. Ihr seht, ich komme jetzt hier trotzdem schon allein auf 87%, wenn ich jetzt noch Siegel der Konzentration auslöse, bin ich halt auf weit über 100. Wie gesagt, der einzige Grund, warum ich das jetzt gemacht habe, ist, damit ich kein Buff-Food reinschmeißen muss. Jetzt geht die Rotation los, aber trotzdem direkt mit einem Trick. Denn wir wollen unseren F5, den Continuum Split, nur benutzen, wenn wir auch drei Illusionen haben. Denn je mehr Illusionen wir shattern, desto länger sind wir im Continuum Split drin. Und damit wir einmal unsere ganzen Skills durchcasten können, nämlich die Zeitschleife, die Brunnen, unseren Schild 5er und dann noch Siegel der Inspiration, müssen wir wirklich drei Illusionen zerschmettern, denn sonst kommt es mit der Zeit nicht hin. Jetzt müssen wir sozusagen erstens drei Illusionen irgendwie beschwören, zweitens, bevor wir in den Split gehen, auf unserem Schwert Schwertset sein, dass wir sozusagen, wenn wir anfangen, jetzt erst dann sozusagen den Waffenwechsel drücken, um somit das Siegel der Konzentration auszulösen, und wir wollen ja unseren Schild 5er in der Rotation benutzen, das heißt, wir müssen sozusagen auf das Schild wechseln, dass wir dann Zugriff auf die Schild-Skills haben, und wir dürfen halt nicht schon vorher unser Siegel der Konzentration auslösen, und hier vorher auch noch drei Illusionen zu beschwören, ist gar nicht so einfach. Und da kommt jetzt der erste richtige Trick schon bereits ins Spiel, nämlich wir casten das erste Trugbild an, und wenn das draußen ist, wechseln wir ganz schnell das Waffenset, bevor wir in den Kampf kommen, denn dann sind wir ja noch nicht im Kampf. Das heißt, das Siegel der Konzentration löst noch nicht aus. Unser Waffenwechsel ist nicht auf Cooldown. Und wir können jetzt noch die Schwert-5er bzw. Schild-5er, je nachdem mit was ihr spielt, casten. Und auch noch den Dreier-Klon. Dann haben wir nämlich die drei Illusionen und können dann im Kampf jetzt sozusagen aufs Schild wechseln und unsere Rotation anfangen. Das zeige ich euch jetzt auch einmal ganz langsam erst. Wir casten den Schild-Ding an. Sobald das da ist, wechseln wir ganz schnell. Und jetzt seht ihr, bevor wir im Kampf waren, haben wir gewechselt. Jetzt ist die Illusion da, zählt schon als 1. Wir sind jetzt erst im Kampf. Siegel der Konzentration ist nicht ausgelöst. Das könnt ihr auch gleich daran sehen, dass wir ein graues Sanduhr-Symbol in der Buff-Leiste bekommen, wenn wir die Waffen wechseln. Und unser Waffenwechsel-Skill ist auch nicht auf Cooldown. So können wir im Prinzip jeden Kampf beginnen. Jetzt können wir einfach noch eine Illusion stellen, das ist die 5er, und noch den Klon mit der 3. Und jetzt haben wir 3 da, wie ihr seht, und können jetzt gleich unsere Rotation beginnen. Das Ganze muss gleich schnell gehen. Man spart ein kleines bisschen Zeit. Die Zeitschleife hat ja eine Cast-Zeit von einer Viertelsekunde, wie ihr seht. Ihr könnt bereits außerhalb des Splits, könnt ihr diese Zeitschleife ancasten, und während die Zeitschleife noch castet, drückt ihr den Continuum-Split. Dann zählt die Zeitschleife noch als im Split benutzt, und ihr habt halt ungefähr, ein ganz kleines bisschen, fast eine Viertelsekunde Zeit gespart. Das muss gleich schnell gehen. Ihr werdet sehen, ich werde alle Skills nacheinander benutzen und als letztes dann Siegel der Inspiration zum Kopieren. Also es geht jetzt los. Wechsel in den Split gehen und jetzt alle Skills einmal durchhauen und am Ende die Siegel der Inspiration benutzen. So, jetzt im Prinzip danach nochmal. Wir benutzen wieder Wogen der Zeit, wechseln wieder, um wieder Siegel der Konzentration auszulösen und wieder alle Skills nacheinander, Siegel der Inspiration und jetzt auch nochmal ein Trugbild zu schwören, um nochmal Siegel der Inspiration automatisch auszulösen. Jetzt bleiben wir einfach die ganze Zeit auf dem Set und jetzt warten wir einfach nur auf den Cooldown von diesen Skills hier unten. Ich warte hier meistens auf den Cooldown von dem Brunnen, also bei dem Heilbrunnen weiß ich dann meistens, jetzt muss ich dann wieder wechseln oder kurz davor wechsle ich meistens und wieder wechseln für Siegel und jetzt wieder alle Skills benutzen und alles verdoppeln und
Jetzt können wir wieder eine Illusion beschwören, auch wieder zum Verdoppeln von Siegel der Inspiration und weiter. Jetzt wechseln wir auch wieder zurück. Wichtig ist, dass immer, bevor ihr irgendeine Rotation macht, dass ihr immer wieder auf Schwert-Schwert seid, dass wenn eure Rotation mit den ganzen Brunnen anfängt, ihr wieder auf dem Schild seid. Jetzt ist gleich wieder alles da und wieder wechseln, alle Skills benutzen und wieder verdoppeln mit Siegel der Inspiration. Und wieder eine Illusion beschwören. Jetzt beim zweiten Mal lassen wir allerdings den Rückruf, den lassen wir jetzt raus, weil sonst ist der gleich auf Cooldown, wenn wir wieder in Split. Ihr seht, der Split ist jetzt wieder vom Cooldown runter, aber unsere Brunnen noch nicht. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten, aber ihr seht, unsere Schnelligkeit ist immer noch da. Jetzt ist wieder alles da. Wir wechseln wieder, gehen in den Split rein und benutzen wieder einmal alle unsere Skills und wieder mit Siegel Inspiration verdoppeln. Und jetzt sind wir wieder raus. So, jetzt warten wir auf den Waffenwechsel. Cool, dann schicken noch einmal die 5 los und jetzt wieder einmal alle Skills nacheinander drücken und wieder verdoppeln und eine neue Illusion beschwören, wieder zum Verdoppeln und so weiter. Und ihr seht, wir sind jetzt schon bereits in der zweiten Rotation und haben, und es ist nie die Quickness aufgelaufen, die haben wir immer noch. Wir warten jetzt wieder auf unseren Brunnen der Ewigkeit, bevor wir wieder auf Schild wechseln und wieder unsere Skills benutzen. Ungefähr jetzt wechseln wir den 5er, den Heilskill, den Brunnen und wieder verdoppeln. Klar, den Brunnen des Rückrufs, der braucht immer ein bisschen länger. Den benutzen wir dann halt einfach ohne Siegel der Inspiration. Das ist nicht so schlimm. Das ist dann halt einfach so. Und jetzt warten wir wieder. Dann können wir gleich nochmal diese Kombination dieser Skills benutzen, bevor dann irgendwann wieder der Split da ist. Jetzt ist das gleich wieder soweit, wir gehen also wieder raus, benutzen wieder die Skills so und wieder verdoppeln, zack. Und wieder eine Illusion beschwören, immer wenn wir es können, können wir danach eigentlich eine Schild-Illu beschwören und dann wechseln wir wieder auf Schwert-Schwert und beschwören wieder eine Illu. Jetzt kommt gleich wieder der Split vom Cooldown runter, jetzt warten wir noch auf unsere anderen Skills, den benutzen wir nicht, damit wir den gleich noch haben. Und machen immer so weit. Ihr seht, unsere Quickness läuft immer noch 10 Sekunden, jetzt ist gleich alles wieder da, das heißt wir wechseln, gehen in den Split und casten wieder alles an, nacheinander, zack. Jetzt kommen wir gleich wieder raus, bevor wir wechseln nochmal, benutzen wir nochmal den 5er, jetzt wechseln wir und wieder alle Skills einmal durchklatschen, wieder eine Illusion beschwören und weiter geht's. Also ihr seht schon, das ist relativ einfach, wenn man es einmal drin hat, man muss das ein bisschen üben. Jetzt kommen gleich wieder die ersten 3 Skills hier unten vom Cooldown. Der Brunnen des Rückrufs braucht wieder ein kleines bisschen länger, den benutzen wir also dann erst im Nachhinein. Das ist halt nicht so schlimm, wenn der ein bisschen länger dauert. Jetzt können wir wieder wechseln und die 5 und den Heilskill und alle anderen Skills auch und zack, wieder alles durchgehauen. Jetzt kommt auch der Brunnen des Rückrufs, wir beschwören wieder eine Illusion, machen wieder Siegel der Inspiration. Ihr seht es auch immer über eurem Kopf, dass dann Siegel der Inspiration automatisch ausgelöst wird und so weiter. Also, die Rotation ist echt nicht so schwer, wenn man die ein kleines bisschen geübt hat. Und ihr seht, die Quickness läuft niemals aus. Egal, was ihr macht, solange ihr euch einigermaßen an die Rotation haltet, läuft die Quickness nicht aus. Und jetzt geht's wieder hier lang. Jetzt kommt gleich das Split wieder und so weiter. Das könnt ihr jetzt unendlich lange machen. Und vor allem seht ihr, obwohl ich Domination, also die Domination Trade Line drin habe, wo ich den 90 Sekunden Continuum Split habe und nicht den 76,5 Sekunden, trotzdem läuft die Quickness, solange ich die Rotation durchziehe, niemals aus. Mit Illusion würde die Rotation auch ein kleines bisschen anders aussehen, da nämlich mit Illusion wir einen kürzeren Split haben und wir somit alle 76,5 Sekunden in den Split können, können wir in den Zwischenphasen nicht so oft unsere Brunnen nutzen, während der Split auf Cooldown ist. So ist es ja so, ich benutze im Prinzip im Split alle Skills, dann direkt nochmal nach dem Split und während dann der Split auf Cooldown ist, benutze ich diese 3 Skills hier, also den Heilbrunnen, den Quicknessbrunnen und das Siegel der Inspiration noch 2-mal. Also noch ganze 2-mal benutze ich diese Kombination, während der Split auf Cooldown ist. Wenn ihr mit Illusionen spielt, wodurch ihr den niedrigeren Cooldown habt, dann könnt ihr das Ganze dazwischen nur noch 1-mal benutzen. Also sozusagen in den Split gehen, alle Skills benutzen, aus dem Split rauskommen, wieder alle Skills benutzen und dann während der Split auf Cooldown ist, benutzt ihr diese Kombination nur ein einziges Mal und da könnt ihr dann sogar auch mal so lange warten, bis der Brunnen des Rückrufs wieder vom Cooldown ist, dass ihr alle hintereinander benutzen könnt mit Siegel der Inspiration, aber das geht dann nur 1-mal und dann
dauert, dann kommt alles wieder vom Cooldown runter und kurz danach, wenn ihr es ein zweites Mal benutzen könntet, theoretisch, kurz danach, paar Sekunden, 5 Sekunden, ist dann auch der Split da, dann müsst ihr halt eben so lange warten, dann könnt ihr wieder alles benutzen. Also das ist die Rotation ein kleines bisschen anders, aber macht letztendlich, wie gesagt, keinen Unterschied. Perma-Quickness habt ihr so oder so. Naja, das war es auf jeden Fall zur Rotation. Wenn ihr einen Fokus habt, ist es halt genau das gleiche. Dann stellt ihr halt immer eine Fokus-Illusion anstelle von einer Schwert-Illusion. Und sonst ist das gleiche. Ihr könnt dann zwischendurch natürlich noch euren Pull benutzen, um die Raupen bei Voltirion ranzuziehen und sowas alles. Oder auch zwischendurch halt dann, falls ihr den Brunnen hier nicht habt, eine Reaktionskuppe reinschmeißen. Wie ihr wollt. Aber das war's auf jeden Fall. Ich hab's bewiesen, man kann 100% der Zeit permanent Schnelligkeit aufrechterhalten. Das ist, wie gesagt, der größte Damage-Buff, den es im ganzen Spiel gibt. Stärker als alle Krieger, Banner, verbündete Stärken, Speer, Frostgeist und sowas alles. Von daher ein super klasse Bild. Wurde auch Zeit, dass der jetzt endlich mal da ist. Ist wie gesagt eigentlich nur für Raids geeignet und ganz, ganz hohe Fraktale. In Dungeons und niedrigen Fraktalen braucht man das nicht. Aus dem einfachen Grund, dass in Dungeons und Fraktale die Bosse so schnell sterben, dass sich das Perma-Quickness nicht lohnt. Dieser Bild ist wirklich darauf ausgelegt, über 10 Minuten lang Quickness aufrechtzuerhalten. Wenn ein Kampf in einem Dungeon nur 10 Sekunden dauert, müsst ihr diesen ganzen Aufwand gar nicht betreiben und da gibt es bessere Sachen, die ihr machen könnt. In Dungeons ist es so, da reicht für die Kämpfe eine einfache Zeitschleife. Da müsst ihr nicht so einen Quatsch machen wie mit immer auf Waffenwechsel achten, um das Siegel der Konzentration auszulösen oder irgendwelche Segensdauersachen mitnehmen. Da reicht einfach eine Zeitschleife und die reicht halt, um den Boss zu töten. Das ist einfach so. Da lohnt es sich dann natürlich auch, in Illusionen reinzunehmen für den niedrigeren Split-Cooldown, damit ihr halt öfter und auch wirklich bei jedem einzelnen Kampf eine Zeitschleife zur Verfügung habt. Aber da reicht halt auch eine Zeitschleife und darum könnt ihr dann da lieber wichtigere Skills mitnehmen, wie beispielsweise halt eine Reaktionskuppel oder auch mal ein Portal, um zum nächsten Boss zu porten und sowas alles. Oder auch einfach mal einen Brunnen, um Aegis zu geben. Von daher, für Dungeons und Fraktale taugt dieses Bild nichts, aber für Raids ist das absolut klasse. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich euch heute damit mit dem ganzen Zeug sagen wollte, vor allem mit der Rotation. Da bin ich mir immer unsicher, weil ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich die richtig verstanden habe und bis ich da reingekommen bin. Aber wenn man das ein bisschen übt, ist es eigentlich kein Problem. Ihr könnt mir natürlich so viele Fragen stellen, wie ihr wollt. Ich sag jetzt hier erstmal Tschüss, guckt in die Videobeschreibung, da gibt es noch ein paar Infos und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute!